Hakan Lehnen muss sich wegen Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten. Der 29-Jährige hat sich in seinem Leben nichts sehnlicher gewünscht, als zusammen mit seiner Freundin Sara Kandels ein Kind zu bekommen. Doch Sara wollte lieber erst Karriere machen. Als die junge Frau trotz Anti-Baby-Pille plötzlich schwanger wird, ist sie entsetzt und entscheidet sich, das Kind nicht zu bekommen. Hakan ist außer sich. Nur einen Tag vor dem Abtreibungstermin wird seine schwangere Freundin in den Keller eines Jagdhäuschens eingesperrt. Was soll denn das? Hallo, wer ist da? Wollte der Angeklagte auf diese Weise die Abtreibung verhindern? Sie heißen Hakan Lehnen, geboren 17. März 1982 in München, sind auch deutscher Staatsangehöriger, wohnen in München, ledig und Redakteur eines Online-Spieleportals. Am Abend des 28. Juli 2011 hielt sich der Angeklagte so lange vor dem Jagdhäuschen von Sara Kandels Großvater in der Nähe von Dagelfing versteckt, bis er seine Freundin gegen 20.15 Uhr von der Terrasse in den Keller des Häuschens gehen sah. Um zu verhindern, dass die junge Frau am nächsten Tag eine Abtreibung vornehmen lassen konnte, schlich er unbemerkt hinterher und verriegelte blitzschnell die Türe der Abstellkammer, in der Sara Kandels gerade etwas zu trinken suchte. Erst am übernächsten Tag um 10 Uhr ließ er seine Freundin wieder frei. Der Angeklagte wird somit der Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß dem § 239 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Herr Lehnen, die Anklage haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Wissen Sie, was Liebe ist? Ja, was das bedeutet? Aber was hat Liebe bitte mit dieser Tat zu tun? Schauen Sie, ich liebe Sara über alles. Ich würde ihr niemals was antun, erst recht nicht unserem gemeinsamen Kind. Da hätte weiß, was in dem komischen Kellerloch passieren können. Naja, Moment mal, Herr Lehnen. Ja, also immerhin wussten Sie ganz genau, dass in dem Kellerraum ausreichend zu essen war, ausreichend zu trinken war. Also Ihre Freundin, die war ja während der Gefangenschaft bestens versorgt, nicht wahr? Trotzdem. Nachts kommen irgendwelche Spinner vorbei. Wer weiß das? Diese Sorge kann ich Ihnen irgendwie so gar nicht abkaufen. Wissen Sie, es hat Ihnen ja auch nichts ausgemacht, die Anti-Baby-Pillen Ihrer Freundin zu manipulieren, oder? Wie war das denn genau mit den Pillen, hä? Ich habe halt im Internet ein bisschen nachgeforscht und herausgefunden, dass man durch kurze Hitzeeinwirkungen die Wirkung der Pille aussetzen kann. Und naja, dann habe ich halt eine Packung in den heißen Ofen geschoben. Ja, ist denn da die Plastikverpackung der Pillen, also der Blister, nicht geschmolzen dabei? Ja, schon. Da habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht, weil als es soweit war, habe ich die Pillen schnell rausgeholt und in so ein kleines Döschen gepackt. Und Ihrer Freundin ist das nicht verdächtig vorgekommen? Ja, sie hat gefragt, aber ich hab ihr halt erzählt, dass mir das in die Toilette gefallen ist und dass ich aus dem Grunde die Pillen in die Dose getan habe. Mal abgesehen davon, dass jeder Pillenwirkstoff anders wirkt und dass es deswegen gar nicht gesagt ist, dass Ihre Aktion diese Pillenwirkung außer Kraft gesetzt hat. Ich meine, ein Medikament manipulieren auf diese Weise, das ist ja mehr als fahrlässig. Was haben Sie dabei gedacht? Da können doch jederzeit, das wissen Sie doch gar nicht, da können doch jederzeit irgendwelche schädlichen, toxischen Stoffe freigesetzt werden. Ja, ich habe mich auch informiert und da stand 100%, da kann nichts passieren. Was soll ich sagen? Schauen Sie, ich komme aus einer Großfamilie. Meine Mutter ist Türkin. Ich habe 4 jüngere Geschwister. Jeder von denen hat schon Kinder. Ich nicht. Und ich hätte echt verdammt gern Kinder. Naja, und Ihre Freundin hat das anscheinend anders gesehen, oder? Ja, Sara ist mehr auf ihre Karriere fixiert. Und weil ihre Mutter so ein typischer Hausdrachen ist, denkt sie eh, dass sie keine gute Mutter wird. Ja, die ist sowas von mies behandelt worden in ihrer Kindheit. In meinem Herzen weiß ich ganz genau, Sara wünscht sich auch Kinder. Wie alle Frauen. Naja, nicht alle Frauen möchten Kinder haben. Vor allem möchten manche Frauen vielleicht nicht gerade jetzt Kinder haben. Und ich meine, es ist gute Recht jeder Frau, selbst zu entscheiden, ob und gegebenenfalls wann sie schwanger werden will. Ich weiß, ja. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Und ich werde alles dran setzen, damit Sara heute sieht, dass ich das wirklich ernst meine. Also, aus der Akte ergibt sich, ihre damalige Freundin ist dann nach dieser Pillenmanipulation schwanger geworden, wobei sich natürlich heute nicht mehr sagen lässt, ob das tatsächlich die Ursache war, ja? Oder ob die Wirkung der Pille aus ganz anderen Gründen versagt hat. Es war mir ehrlich gesagt doch egal, weil ich habe mich einfach nur tierisch gefreut. Ja, und Ihre Freundin? Ja, die war jetzt was durcheinander. Sagen Sie doch einfach, wie es war. Ihre Freundin wollte diese Schwangerschaft nicht. Sie hätte sich Beziehungsweise war sie völlig unentschieden. Ja, klar. Irgendwann hätte sie sich mit der Situation angefreundet, da bin ich mir sicher. Bis sie die Manipulation herausgefunden hat, oder? Wie kam es eigentlich dazu, dass sie es herausgefunden hat? Ich war auf einer Tagung am Starnberger See und daheim wird sie im Verlauf der Internetseiten geschaut haben. Dann hat sie gesehen, dass ich mich über den Pillentrick schlau gemacht habe. Sie hat mich auch sofort angerufen und tierisch zur Sau gemacht. Also wissen Sie was?
Sie hat Ihnen doch damit gedroht, dass sie die Schwangerschaft abbrechen wird. Und das wollten Sie um jeden Preis verhindern. Zumal am nächsten Tag die Frist abgelaufen wäre. Ja, weil sie die 12. Schwangerschaftswoche vollendet hat. Nein. Deswegen sind Sie von Ihrer Tagung weg. Sie sind sofort weg. Die waren egal, die Tagung. Und sind sofort nach Hause gefahren, nach München. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja, und weil Ihre Freundin nicht zu Hause war, da wussten Sie ganz genau, wo Sie finden. Nämlich dort, wo sie sich ab und zu zurückzieht, in Ihres Großvaters Waldhäuschen in Tagelfing. Und da haben Sie sich dort auf die Lauer gelegt, haben Sie gewartet, bis sich irgendwas rührt. Dann haben Sie gesehen, dass sie in den Keller geht. Und dann sind Sie hingelaufen und haben Sie eingesperrt. Und zwar 2 Tage lang, bis der letzte Abtreibungstermin verstrichen ist. Ich sag's Ihnen, ich war den ganzen Samstag dort im Hotel. Dann ist aber sehr komisch, dass Ihr Kollege, der Herr Jens Fuchs, Sie zum Tatzeitpunkt ausgerechnet da nicht in Ihrem Zimmer angetroffen hat. Ja, weil zu dem Zeitpunkt war ich wahrscheinlich gerade draußen. Dann wird sich das bestimmt überschnitten haben. Garantiert. Jetzt haben Sie bei der Polizei schon angegeben, dass Sie mehrmals in der Zeit vergeblich versucht haben, Ihre Freundin telefonisch zu erreichen. Hat Sie das nicht gewundert, dass Sie nicht an den Apparat ging? Ja, nicht wirklich. Also, wenn Sarah sauer ist, dann braucht sie ihre Zeit. Und ich dachte, ich habe mir am Samstag erst Sorgen gemacht, wo ich heimkam. Ja, es war niemand zu Hause und da bin ich halt auf Verdacht hin zur Hütte gefahren. Und ich konnte sie ja zum Glück noch befreien. Ja, und allein daran sieht man doch schon, dass mein Mandant die Tat nicht begangen hat. Für mich ist Sarah Kandels Arbeitskollegin, die Kerstin Nink, die wahre Täterin. Sie hat sich genauso wie ihre Kollegin, die Freundin Sarah Kandels, Hoffnung gemacht in der Grafikagentur, eine Beförderung zu erleben, nämlich vom Artdirektor zum Kreativdirektor aufzusteigen. Und die Frau Nink, die hat sich wahrscheinlich gedacht, da ist es doch besser. Und da habe ich größere Chancen auf die Bewerbung, wenn meine Konkurrentin schwanger bleibt und in Mutterschutz geht. Und deshalb hat diese Frau Nink die werdende Mutter eingesperrt. Gut, wir werden ja die Kerstin Nink dazu gleich noch als Zeugin vernehmen können. Gibt es noch Fragen? Danke, keine Fragen. Selbst. Dann Sarah Kandels bitte und Sie nehmen bei einem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Hallo Frau Kandels, grüß Sie. Alles gut? Ja, danke. Dann kommen Sie einfach nach vorn. Uiuiui, wann ist es denn soweit? In 2 Monaten. Ich freue mich auch schon total auf die Kleine. Aha, schön zu hören. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass dir das gefallen wird. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, meine Pille einfach so im Backofen zu grillen. Ich meine, geht's noch? Also, immer gleich drüber. Zunächst mal muss ich Sie natürlich belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Sobald Sie Probleme haben sollten, Ihnen das zu viel wird, sagen Sie es, dann können wir auch reagieren. Ja? Ja. Sie heißen Sarah Kandels, 24 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig. Art Director in der Grafikagentur, verwandt, verschwägert oder verlobt mit dem Angeklagten? Nein, er war mein Freund. Sarah, wie kannst du das sagen? Begreif's endlich. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und schick endlich meine restlichen Sachen zu meiner Mutter. Da bin ich hingezogen, nachdem die ganze Geschichte da passiert ist. Hm. Ich meine, es ist auch nicht viel besser, aber immer noch das geringere Übel im Gegensatz zu dir hier. Ganz ehrlich, also ich hätte wissen müssen, dass du irgendwann so eine idiotische Nummer wie mit der Pille abziehst. Diese präparierten Pillen, wie sind Sie da eigentlich dahinter gekommen? Ja, erstmal gar nicht. Es gab schon eine sehr komische Situation einmal. Und zwar wollte ich eine neue Pillenpackung anbrechen. Mhm. Und dann kam Hakan und meinte, er hätte irgendwie beim Putzen diese Pillenpackung in die Toilette geworfen. Und deswegen kam er mit so einem Döschen, wo die Pillen drin waren. Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen? Ja, irgendwie schon, aber ich habe mir da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Und naja, 8 Wochen später habe ich dann gemerkt, dass ich schwanger bin. Und dann fing die ganze Diskussion an. Kind behalten, Kind abtreiben. Für Hakan war das natürlich ganz klar. Klar, natürlich. Ich lasse doch nicht zu, dass du unser Kind abtreibst, unser gemeinsames Kind. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich überhaupt keins haben wollte. Naja, aber jetzt... Jetzt freue ich mich einfach nur. Ich meine, früher war das halt nicht so einfach. Ich wusste nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Und deswegen bin ich auch heimlich zu Beratungsstellen gegangen, um mich zu informieren, falls ich wirklich die Abtreibung wollte. Das hast du alles hinter meinem Rücken gemacht, ohne mir was zu sagen. Ja, natürlich habe ich das hinter deinem Rücken gemacht. Sonst fing die ganze Diskussion doch noch mehr an. Und dann hättest du mir noch mehr in den Ohren gelegen mit dem ganzen Mist. Ja, ich habe auf jeden Fall in der Klinik für den 29.07. mir einen Termin geben lassen. Das war der letzte Tag, an dem die Abtreibung möglich gewesen wäre. Und ich wollte mir die Entscheidung bis zum Ende offen halten. Und was ist nun am Tag vor diesem Termin, also am 28. Juli, passiert? Hakan ist zu einer Tagung gefahren an den Starnberger See. Ich war schon früh wach und hatte noch Zeit bis zur Arbeit. Dann
habe ich mir überlegt, ich backe vielleicht einen Kuchen am Wochenende. Mhm. Bin ins Internet gegangen, habe unter anderem Backofen in die Suchmaschine eingegeben. Ja, und dann habe ich gesehen, dass da schon ein paar komische Foren angeklickt worden sind. Und das sieht man ja, dass es da links lila ist und statt blau. Und was waren das für Seiten? Total absurde Foren, wo die sich darüber unterhalten haben, ob man die Pille im Backofen unschädlich machen kann, also dass sie nicht mehr wirkt. Ja, und das hat mich natürlich getroffen wie ein Schlag. Dann war mir alles klar. Deswegen waren die Pillen in der Packung. Wahrscheinlich ist in diese Plastikverpackung geschmolzen in den Backofen. Naja, ja, aber Sie müssen nicht unbedingt wegen dieser müssen nicht unbedingt wegen dieser manipulierten Pillen schwanger geworden sein. Man versagt auch einfach die Wirkung der Pille. Die ist ja nicht hundertprozentig sicher. Darum geht es doch gar nicht. Hakan hat versucht, mich hinter meinem Rücken zu schwängern. Ohne, dass ich es wollte. Darum geht es. Schatz, komm mal, ich habe alles zugegeben. Ich habe mich auch entschuldigt, weißt du? Ich habe verstanden, dass das Mist war. Ich war so unglaublich wütend auf ihn, dass es mir den letzten Stoß gegeben hat, da ich mir überhaupt nicht sicher war, dass er mit dieser idiotischen Nummer mir jetzt den letzten Stoß zur Abtreibung gegeben hat. Auf jeden Fall kam dann irgendwann auch Kerstin, meine Arbeitskollegin. Und die hat mich dann zur Arbeit abgeholt und mich ein Glück ein bisschen abgelenkt. Hat der Angeklagte danach noch Kontakt zu Ihnen gesucht? Ja, er hat es mehrere Male versucht. Aber ich hatte wirklich überhaupt keine Lust, mit ihm zu sprechen, wie Sie vielleicht verstehen können. Und habe ihn weggedrückt. Dann hat er anschließend das in der Agentur versucht. Aber meine Kollegin Kerstin, die hat ihn abgewimmelt. Laut der Anruf liest sie ihres Handys. Sie habe ich hier, hat der Angeklagte an den beiden Tagen insgesamt 19 Mal versucht, sie anzurufen. Er hat ihn auch dreimal auf die Mailbox gesprochen. Diese Mailbox-Nachrichten sind alle noch gespeichert. Die hören wir uns jetzt mal an. Ja? So geht folgender Beschluss. Die Mailbox-Nachrichten werden abgespielt. Donnerstag, 28. Juli, 12.22 Uhr. Hi, ich bin's. Hör mal, es tut mir total leid, was ich getan habe, aber bitte tu es nicht. Töte nicht unser Baby. Es kann doch nichts dafür, dass ich so einen Mist gebaut habe. Komm, lass uns noch mal drüber sprechen, bitte. Donnerstag, 28. Juli, 14.12 Uhr. Hi, ich bin's nochmal. Du gehst nicht ans Handy und auf deine Arbeit kriege ich dich auch nicht an den Apparat. Bitte verzeih mir. Du kannst doch so nicht einfach so durchziehen. Wie stellst du dir das vor? Bitte ruf mich an. Donnerstag, 28. Juli, 17.58 Uhr. Na schön, du willst mich also nicht mehr sprechen, ja? Aber weißt du was? Das hast du nicht allein zu entscheiden, klar? Du kannst nicht einfach so hingehen und mein Kind abtreiben. Das lasse ich nicht zu, hörst du? Nicht mit mir, verdammt, nicht mit mir! Das ist doch wunderbar, wie man hier heraushören kann, Herr Lehnen, wie sie ihre Stimmung, ihre Haltung verändert hat. Zunächst verzweifelt, da haben sie gewinselt, ja? Dann sind sie wütend geworden. Ja. Und am Schluss haben sie gedroht, dass sie es verhindern werden. Ich hab's versucht zu erklären, verstehen Sie? Ich habe versucht, alles wieder gerade zu biegen mit Sarah. Was sollte ich denn tun? Also ich würde in so einer Situation mir überlegen, ob man nicht von der Tagung dann doch vielleicht mal nach München fährt. So weit ist das ja nicht. Ich habe es mir auch direkt überlegt, aber ich konnte nicht einfach so weg. Ich wollte ja nicht, dass sie irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Wäre ich einfach jetzt von der Tagung abgehauen, dann hätte ich vielleicht noch eine Abmahnung oder eine Kündigung in Kauf genommen. Und dann, ja klasse, wie soll ich denn da eine Familie ernähren? Was haben Sie gemacht, als dann der Arbeitstag vorbei war? Ja, ich bin nach Feierabend zu dem Jagdhäuschen meines Großvaters gefahren, aufs Land. Da ist es einfach unglaublich ruhig und ich kann mich ein bisschen zurückziehen. Das mache ich immer, wenn ich Stress habe und Ruhe vom Stadtleben brauche. Und das war es Hakan auch. Was haben Sie da gemacht, als Sie da waren? Ich habe mich auf die Veranda rausgesetzt und eine Pro- und Kontraliste zum Thema Baby gemacht. Irgendwann habe ich Durst bekommen und bin dann in den Keller gegangen. Und haben Sie dabei die Tür des Jagdhäuschens offen gelassen? Ja klar, ich wollte ja sofort wieder raus. Und was ist dann im Keller genau passiert? Ich bin zur Abstellkammer gegangen. Ich musste einmal quer durch den Raum. Dann habe ich mir da eine Flasche O-Saft gegriffen und habe nur gehört, wie die Tür hinter mir zuknallt. Haben Sie jemand gesehen auch? Nee, ich habe nur gehört, dass irgendwie das Schlüssel von außen abgeschlossen worden ist. Und ich bin sofort zur Tür gerannt und habe geschrien und Hallo gesagt und versucht aufzuschließen oder irgendwie rauszukommen, aber es hat alles nichts. Außer dem Schlüssel umdrehen, haben Sie da sonst noch irgendwas gehört? Schritte nach oben höchstens und dann habe ich ganz laut Hallo gerufen. Und ich habe bestimmt eine Viertelstunde lang alles Mögliche versucht, um irgendwie aus dieser Abstellkammer zu kommen. Und Fenster gibt's ja auch nicht. Ja, wenigstens war genug Essen und so trinken da. Aber dass du mich fast zwei Tage lang in dieser Abstellkammer sitzen lässt, das ist wirklich die unterste Schublade. Schatz, ich habe das nicht gemacht. Glaub mir.
Ich war im Hotel die ganze Zeit. Ich habe doch versucht, dich die ganze Zeit anzurufen. Ja, natürlich haben Sie versucht, Ihre Freundin zu erreichen. Am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Aber eine Stunde bevor Sie zugesperrt haben und eine Stunde nachdem Sie zugesperrt haben, da gab es keine Anrufe Ihrerseits. Wann sind Sie dann befreit worden? So, am übernächsten Tag. Ich habe gehört, dass ein Auto gehalten hat. Dann habe ich Hakan nach mir rufen hören. Und ich war natürlich unglaublich erleichtert, dass ich einfach nur da rausgekommen bin. Ja, als ich da saß, hatte ich natürlich genügend Zeit, mir Gedanken zu machen, wer mir das angetan haben könnte. Und für mich kam nur Hakan in Frage. Als er Sie da rausgelassen hat, die Tür geöffnet hat, wie hat er reagiert? Er hat natürlich total überrascht getan. Aber das habe ich ihm nicht abgekauft. Ich habe ihm erst mal eine gescheuert. Ich war total schockiert, als ich dich da rausgeholt habe. Ich konnte das gar nicht fassen. Du im Keller, da. Mein Mandant liebt Sie und Ihr Kind so sehr. Er hätte Sie niemals da fast zwei Tage lang in einen modrigen Keller gesperrt, auch wenn die Temperaturen vielleicht einigermaßen erträglich waren und Sie lebensmitteltechnisch gut versorgt waren. Ich glaube kaum, dass Sie das beurteilen können. Haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass Ihre Kollegin Kerstin Link Sie eingesperrt hat? Wieso sollte Kerstin mich einsperren? Naja, in der Zeit vor der Tat, da stand doch in Ihrer Agentur zur Diskussion, ob entweder Sie oder Ihre Arbeitskollegin, die Frau Link, zum Kreativdirektor befördert werden soll. Das ist doch vorstellbar, dass die Frau Link Sie eingesperrt hat, um dafür zu sorgen, dass Sie Mutter bleiben und in Mutterschutz gehen. Nee, sie ist meine Freundin. Na, offensichtlich hat sich die Zeugin dazu keine Gedanken gemacht. Dann befragen wir die Frau Link besser selbst dazu, oder gibt's doch Fragen? Ich habe keine Fragen sonst. Kerstin Link, bitte, danke schön. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Frau Link, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Hallo, grüß Sie. Und Sie belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO, vorsorglich belehre ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Sie heißen Kerstin Link, 27 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, sind Creative Director in einer Grafikagentur. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Ach, nein, zum Glück nicht. Also mit sowas möchte ich auch gar nicht verwandt sein. Komm mal, Halbplan, Kerstin, komm. Es ist doch wahr, selbst ein Affe hat mehr soziale Intelligenz wie du. Entschuldigung. Ich bitte dich. Also, mal ganz langsam, bitte schön. Ja? Ich will keine Beleidigungen hören. Ja? Solche Dinge hier schon gar nicht. Wir wollen heute erst mal klären, wie das alles war. Wir wollen klären, ob wirklich der Angeklagte seine damalige Freundin am 28. Juli in den Keller gesperrt hat. Wie konntest du Sarah so etwas antun? Ich meine, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter, wo der Mann der Frau zu sagen hat, was sie zu tun und zu lassen hat. Erst recht nicht, wenn es um irgendeinen Nachwuchs geht. Sarahs Bauch gehört zu Sarah, verstehst du das? War das von Anfang an Ihre Einstellung? Natürlich, das habe ich auch zu Sarah gesagt, dass sie sich da auch von kein Mann reinquatschen lassen soll. Ich meine, verstehen Sie das eigentlich? Der Mann kann sich jederzeit aus dem Staub machen. Und wir Frauen stehen dann alleine mit der Erziehung da. Kerstin, danke nochmal, dass du für mich da warst. Natürlich. Ich meine, wissen Sie, als ich in der Agentur Mittagspause hatte, bin ich auf die Toilette gegangen. Und da habe ich die Sarah getroffen. Mein Gott, die hatte ein total verweintes Gesicht, war fix und fertig. Und dann hat sie mir eben von einer ungeplanten Schwangerschaft erzählt. Mhm. Und ich meine, natürlich war ich sofort für sie da. Von da an waren wir nicht nur Kolleginnen, sondern richtige Freundinnen. Und Sarah hat mir halt dann auch gleich mal von ihren Ängsten und Nöten erzählt. Und dass sie sich so unsicher sei wegen der Schwangerschaft. Und ich muss sagen, ich habe da ganz klar Position bezogen. Ich habe gesagt, Sarah, hör auf deine innere Stimme und lass dich da ja nicht von deinem Freund bequatschen. Hattest du überhaupt schon mal einen Freund? Ey, so wie du hier auftrittst, so bist du die Frau eines Masochisten. Mit dir will doch kein Kerl was zu tun haben. Weißt du was? Hast du so Überdenk du mal deine Ansichten. Klar. Oder am besten, setz dich in eine Zeitmaschine, lass dich 100 Jahre zurückdrehen. Da waren die Frauen nämlich noch Reproduktionswerkstätten, mein Freund. Und außerdem war wenigstens Kerstin für mich da, als es mir richtig mies ging. Und sie hat nicht hinter meinen Rücken irgend so einen Mist gebaut. So, und jetzt beruhigen sich alle wieder. Dann erzählen Sie mir mal, wie das war am 28. Juli. Was ist da passiert? Also, ich hole Sarah ja immer ab von zu Hause, weil wir machen immer eine Fahrgemeinschaft. Und normalerweise ist Sarah auch schon immer draußen, wenn ich komme. Ja, aber diesmal irgendwie nicht. Also bin ich ausgestiegen und schon, wo ich zur Tür gegangen bin, habe ich gehört, wie Sarah mit irgendjemandem lautstark gestritten hat. Das war bestimmt, als ich am Telefon Hakan zusammengestaucht habe. Ja, ich habe geklingelt, Sarah ist auch da gleich darauf rausgekommen und dann hat die mir erzählt, was der da abgezogen hat. Sie wissen schon, diese Sache, die Pille im Backofen. Und Sarah war so wütend, dass die am liebsten schon morgen zur Abtreibung gegangen wäre. Ja klar, ich war so unglaublich wütend, ich war so hin und her gerissen die ganze Zeit. Aber deine Aktion, die hat echt
das Fass zum Überlaufen gebracht. Dann hatte ich mich endgültig dazu entschieden, abzutreiben. Warum das denn? Weil ich von da an wusste, dass unsere Beziehung keine Zukunft haben wird. Warum soll ich dann noch unser gemeinsames Kind austragen, ha? Weil du eine gute Mutter bist. Und weil du, auch wenn du es mir jetzt nicht glaubst, du wirst das schaffen. Verstehst du? Das... Gott. Pass auf, ich werde das schaffen. Aber alleine, okay? Es ist mein Kind. Schau, ich kann verstehen, dass du Angst davor hast. Ich meine, deine Mutter ist ja auch nicht gerade die Netteste. Eher so eine Bissgurke, aber... Wir werden das schaffen gemeinsam. Ja, ich werde eine gute Mutter sein. Glaub mir das. Aber alleine. Ohne dich. Ohne einen Mann, der glaubt, meinen Körper einfach manipulieren zu können, nur um seinen Willen zu kriegen. Richtig so, Sarah. Da hast du auch recht. Freundin, haben Sie die Frau Kandels zur Abtreibung ermuntert demnach, oder? Selbstverständlich. Mhm. Ich habe gesagt, wenn sie das Kind nicht bekommen will, dann braucht sie es nicht zu bekommen. Wir sind ja in der Zeit, wo wir uns selber entscheiden können. Also habe ich auch gesagt, wenn sie das nicht möchte, dann fahre ich sie zur Abtreibungsklinik. Hatten Sie an dem Tag auch Kontakt zum Angeklagten? Oh, ja, natürlich. Der hat den ganzen Tag in der Agentur angerufen. Hat er gesagt, was er wollte? Ja, natürlich. Er wollte ja unbedingt Sarah sprechen. Erst hat er rumgejammert und dann wurde er auch noch wütend und hat mir quasi befohlen, ihm Sarah zu geben. Das passt doch zu dem wechselnden Tonfall, den wir eben gehört haben, oder? Ich habe ihn ja gut abgewimmelt die ganze Zeit. Und dann habe ich mir auch gedacht, nach Feierabend fahre ich lieber Sarah nach Hause. Und wo ich gesehen habe, wo Hakans Auto nicht da ist, bin ich auch selber heim. Hat Frau Kandels Ihnen eigentlich noch gesagt, was sie an dem Abend noch vorhatte? Ja, selbstverständlich. Und zwar, sie wollte zu dem Jagdhäuschen ihres Großvaters. Ich bin da selber schon gewesen. Mhm. Und muss sagen, sehr guter Rückzugsort. Was haben Sie dann gemacht an dem Abend? Ich bin ins Kino gegangen. Ich bin so gegen 7:30 bin ich losgefahren. An der Wohnung bin ich dann noch von der Sarah vorbeigefahren, habe ich Hakans Auto stehen sehen. Aber ich war an dem Abend doch überhaupt nicht zu Hause. Natürlich warst du da. Ich habe doch dein Auto gesehen. Ja, glaubst du, ich bin blöd oder was? Wo war das Auto? Das Auto war vor in der Einfahrt gestanden, bei Sarahs Wohnung. Bei mir entstanden. Hören Sie mal zu, ich glaube nicht, dass das Auto meines Mandanten vor dessen Wohnung gestanden hat. Wieso das denn? Weil ich davon ausgehe, dass Sie diese ganze Geschichte und Beobachtung komplett erfunden haben, um meinen Mandanten zu belasten. Und warum? Weil in Wahrheit Sie selbst die Frau Kandels in dem Jagdhäuschen eingesperrt haben. Schwachsinn, was hätte ich denn davon gehabt? Eine Konkurrentin weniger im Kampf um die begehrte Beförderung. Ach, Sie bilden sich da irgendeine absurde Geschichte zusammen. Frau Kandels und Sie, Sie waren doch beide Konkurrentinnen um den begehrten Job des Creative Directors. Da lag doch der Gedanke nahe, dass, wenn Ihre Konkurrentin schwanger bleibt und in Mutterschutz geht, die Stelle dann für Sie frei ist. Sarah ist meine Freundin und ich würde ihr nichts tun. Und außerdem habe ich ein Alibi. Und warum sollte ich ihr bitte anbieten, Sie zur Abtreibungsklinik zu fahren? Ah ja, das Alibi, ich weiß schon. Aber ich glaube Ihnen auch nicht, dass Sie im Kino waren. Herr Verteidiger, unsere Ermittlungen haben ergeben, die Zeugin hat genau um 19.42 Uhr die Kinokarte gelöst. Und auch die Kassiererin konnte sich seltsamerweise aber doch erklärlich noch genau daran erinnern, weil nämlich die Zeugin eine Wasserflasche am Tresen der Kasse abgestellt hat und die während des Lösens der Kinokarte umgefallen ist. Ja, mein Gott, das war halt auch echt peinlich. Das war nicht peinlich, Frau Nink. Das war ganz gezielt und bewusst geplant. Sie haben das doch extra gemacht, damit sich die Kassiererin danach noch an Sie erinnern kann und bei der Polizei dann die Aussage machen kann, dass Sie nach dem Kartenkauf zum Kinosaal gegangen sind. Also wissen Sie was? Sie bilden sich hier irgendeine absurde Geschichte zusammen. Also hören Sie mal zu. Es kann ja sein, dass Sie in diesen Kinosaal gegangen sind, aber Sie sind nach meiner Überzeugung dann aus dem Seiteneingang dieses Kinosaals wieder rausgegangen. Eine halbe Stunde später, da wurde die Frau Kandels in dem Jagdhäuschen eingesperrt. Sie hatten also genügend Zeit, vom Kino da zu dem Häuschen hinzufahren und die Tat zu begehen. Sie wussten ja übrigens ja auch aus früheren Besuchen, wo dieses Häuschen ist. Sie konnten sich da also ohne Probleme auf die Lauer legen und auf eine günstige Gelegenheit warten, nicht wahr? Ach, wissen Sie was? Ich muss mir das hier auch gar nicht mehr anhören. Bilden Sie sich Ihre Geschichte weiterhin zusammen, wie Sie es gerne haben wollen. Aber der wahre Täter sitzt hier. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. In welchem Film waren Sie denn? In den letzten Film vom Harry Potter. Und möchten Sie noch die Inhalte auch noch wissen? Sie können ja auch ganz einfach das Buch gelesen haben. Ach, Schwachsinn. Oder Sie waren im ganz anderen Tag. Jetzt lass Sie doch mal in Ruhe. Ja, eben. Also, ich möchte jetzt gehen, weil... Nein, Moment, Sie gehen, wenn wir keine Fragen mehr haben. Ich habe allerdings keine. Ihrerseits? Ich habe keine weiteren Fragen. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Jens Fuchs, bitte.